Zirkusluft schnupperten am Freitag, dem 29. September 2023, 68 BewohnerInnen des Anna-Katharinen-Stiftes Gerthaus. In zwei Vorstellungen begeisterten die Mitwirkenden die Zuschauer. Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit dem Zirkuspädagogischen Zentrum Köln und dem Zirkus Latibull statt. Ich bin seit einem guten halben Jahr hier auf Gerthaus angestellt, habe den Freizeitbereich des Anna-Katharinen-Stift übernommen und das Zirkusprojekt ist sozusagen eins meiner ersten großen Tätigkeiten hier, um halt einen neuen Meilenstein, was Neues hier aufleben zu lassen. Das ist das erste Projekt dieser Art überhaupt hier wohl im Haus und ja, das macht mir riesengroße Freude. Und die Firma Latibull hat sich da auf jeden Fall als sehr, sehr gut bezeichnet. Sie war in der Lage, halt auch für Menschen mit Behinderungen ein gutes Konzept auf die Beine zu stellen. Die Vorstellung beginnt. Die Akteure präsentieren ein unterhaltsames Programm mit unterschiedlichen Aktionen. Die Zuschauer sind begeistert. Erik Werner vom Zirkus Latibull kennt sich mit der Umsetzung von Zirkusprojekten in Zusammenarbeit von Menschen mit Behinderungen aus. Also ich habe an unterschiedlichsten Schauplätzen Zirkusprojekte gemacht und hier vom Latibull ist es so, was Bastian ja auch eben gesagt hat, das steht halt in unserem Portfolio und das ist natürlich auch so, dass wir seit Jahren zum Thema Inklusion arbeiten. Ich würde sagen, dass es automatisch passiert in den Projekten. Klar, wenn du zu einer Schule gehst, dann sind da unterschiedlichste Kinder natürlich. Auch Kinder, die eine Behinderung haben. Und so ist das auch in unsere Freizeitprojekte das Einzug erhalten. Und wir haben immer weiter diesen inklusiven Zweig für uns entwickelt. Die Akrobatikgruppe ist an der Reihe. Sie präsentieren Übungen, die sie in tagelangem Training einstudiert haben. Sehr zur Freude des Publikums. Die Teilnahme war nicht nur an einen Auftritt gebunden. Aus 7 Workshops konnten sich die Teilnehmer 2 verschiedene Angebote aussuchen. Die Jonglage wird präsentiert. Alle Teilnehmenden hatten sich finanziell am Projekt beteiligt und dafür ein Rundumpaket an Versorgung erhalten. Am Ende stand das große Finale. Alle Beteiligten präsentierten sich noch einmal in der Manege. Bastian Hepprich freute sich, dass das Projekt zur Zufriedenheit aller durchgeführt werden konnte. In ein paar Jahren wird es sicherlich eine Wiederholung geben. Feuerwehr, THW, DLRG, alle waren sie hier und haben beim Aufbau geholfen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie beim Abbau alle wieder fleißig dabei sind.